Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 13. Juni. Heute dabei Google Chrome, Google Pay, Instagram Shopping, Tesla und Fortnite. Beginnen tun wir mit Google Chrome. Die haben jetzt angekündigt, dass Erweiterungen für den populären Browser in Zukunft nur noch über den Google Chrome Web Store installiert werden können. Bislang gab es immer noch die Möglichkeit, diese mit einer sogenannten Inline Installation zu installieren, also direkt von Webseiten und das wird sich jetzt ändern, weil damit wohl unter anderem auch ein bisschen Schindluder getrieben worden ist. Das bedeutet, ab sofort werden alle neuen Erweiterungen, die veröffentlicht werden, nicht mehr diese Möglichkeit haben und falls Sie das trotzdem versuchen, so eine Inline-Installation zu machen über den entsprechenden Befehl, werden Sie direkt zum Store geleitet und dort muss dann der Rest passieren. Ab dem 12. September 2018 wird dann diese Inline-Installation auch für bereits existierende Erweiterungen eingestellt. Die gehen dann eben auch nicht mehr und müssen auch direkt in den Store. Und am Anfang Dezember 2018 wird dann diese Möglichkeit auch komplett aus der API entfernt und ja dann kann man es auch noch nicht mal mehr in Anführungsstrichen theoretisch anbieten was praktisch dann eh nicht mehr funktioniert was aber vielleicht bald funktioniert ist bleiben wir nämlich im Hause Google das ist Google Pay da gab es ja schon ein paar Hinweise in den letzten Wochen es gab eine Seite von der Comdirect die dann auch wieder vom Netz genommen worden ist dann ist auch die Google Pay App auf diversen Android-Telefonen aktiviert worden. Und jetzt gibt es eine Platzhalterseite von Mastercard. Dort steht ganz klar Google Pay, darunter einen Blindtext und ja, mehr erstmal nicht. Also A, wieder ein Fehler, anscheinend bei Mastercard, weil so ein Blindtext den veröffentlicht man nicht. Aber B, ähm, ein eindeutiges Indiz halt so oft. Ähm, können Fehler zur gleichen Thematik einfach nicht vorkommen, das heißt, wir stehen wohl wirklich kurz vor dem Deutschlandstart. Was schon länger gestartet ist, das ist Instagram Shopping, sprich, man kann über Instagram auf Unternehmensseiten auch direkt shoppen, in dem Browser innerhalb von Instagram verlässt praktisch die Plattform nicht mehr und ähm, ja, eben shoppt dann entsprechend. Diese Funktion, die wird nun auch in den Stories hinzugefügt. Wie auch damals beim normalen Instagram-Shopping, das erstmal nur für ein paar Partner, unter anderem in Deutschland zum Beispiel Hugo Boss, und später wird es dann für alle ausgerollt. Die Shopping-Funktion in den Stories erkennt man an so einer kleinen Einkaufstasche, und auch dann wird wieder der Inline, äh, oder ich nenne Inline, also der Browser innerhalb von Instagram bemüht, und da kann man sich den Artikel angucken und äh, entsprechend dann auch kaufen. Nächstes Thema: Tesla. Die haben jetzt knapp an die 9% ihrer Belegschaft entlassen. Das Ganze hat schon am Montag angefangen und hat sich noch weiter fortgesetzt. Ähm, ja, wird jetzt auch offiziell bekannt gemacht, nachdem bereits die ersten Leute, wie gesagt, schon am Montag entlassen worden sind. Ja, die müssen halt was tun. Ähm, das Geld ist ja nicht so locker. Ähm, auch wenn man an die Zukunft glaubt und da wirklich was bewegen will. Andererseits macht das auch durchaus Sinn, denn Tesla hat ja zum Beispiel auch Solar City gekauft 2016 und dadurch ist dann auch die Belegschaft auf 30.000 angewachsen. Ende, 2070, ähm, Ende 2017 waren es dann 37.000 äh, Mitarbeiter und unter anderem haben sie auch ihre Powerwall im Baumarkt Home Depot in Amerika verkauft. Und das wurde jetzt auch eingestellt und entsprechend braucht man dazu zum Beispiel keine Mitarbeiter mehr für. Und wahrscheinlich auch für andere Abteilungen, die vielleicht doppelt belegt sind durch die Zukäufe. So, dementsprechend wird abgebaut und es gibt dazu eine lange E-Mail von Elon Musk. Die könnt ihr euch auch in den Show Notes in dem Artikel von TechCrunch durchlesen, wenn es euch denn interessiert. Vielleicht interessiert euch was anderes, zum Beispiel das Spiel Fortnite, einer der größten Spielererfolge diesen Jahres und vielleicht sogar der letzten paar Jahre, also das erfolgreichste Free-to-Play-Game, gibt es auf fast allen Plattformen und das wird es jetzt auch auf der Nintendo Switch geben. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, eher, dass es jetzt auf einmal da ist. Also sprich, es ist heute bzw. gestern wirklich äh, verfügbar gemacht worden und ihr könnt es runterladen und spielen. Und ein großer ja, Vorteil von Fortnite, oder was heißt Vorteil, ein großes beliebtes Feature ist das Crossplay. Sprich, man spielt miteinander über unterschiedliche Plattformen hinweg. Beispielsweise die Xbox kann auch mit einem PC oder einem iOS-Device spielen. Und so gibt es diverse Kombinationen. Und die Nintendo Switch, die kann auch mit einer Xbox, mit einem PC, mit einem Mac und mit den Mobile Apps spielen, aber nicht mit der Sony PS4. Das wird nicht so sein. Und entsprechend, die Accounts können auch nicht geswitcht werden, sprich, der Mann spielt auf der einen Konsole und spielt woanders dann weiter. Die werden wohl auch dann gegenseitig, ähm, ja, nicht geblockt, aber zumindest nicht akzeptiert. Ähm, ja, und wer hat Schuld? Wahrscheinlich Sony, die einfach nicht das Crossplay ermöglichen wollen. Warum auch immer, weil sie anscheinend auch die größten Verkäufer haben für Fortnite. Tja, schade für die Gamer, wenn so ein Politikum da auf deren Rücken ausgetragen wird. Vielleicht ändert sich es ja noch, warten wir es ab. Ja, und das war's für heute auch. Bergfest, Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag. Einen schönen Schultag, falls ihr Schule habt. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis denn. Hört mehr Geek Talk.